Seid ihr bereit für eine weitere Runde der Betrugsfabrik hier in Puppenplatin? Mit dem guten Chase wieder am Start. Betrugsfabrik, Betrugsfabrik, kaufen Sie neue Artikel von der Betrugsfabrik. Jetzt das neue Merch unten in der Videobeschreibung beim lieben Scarablade. Jo! Das ist einer der ersten Links, so wahrscheinlich. Da steht dann so zu Chase Doppelpunkt und da könnt ihr kaufen. Auf könnt ihr alles dem Link danach, so. Also dann müsst ihr bei mir im Stream betreten und dann kommt ihr innerhalb der nächsten 20.000 Jahre dann euer Netz. Ich glaube, muss noch ein bisschen näher ans Mikro wieder ran. Ich bin die ganze Zeit am Mikro, schon ganz nah. Ja, jetzt ist jetzt wieder besser. Ich muss dich nur darauf aufmerksam machen, damit wir Rechne nachher. mit Kindwurm und Skunkapu. Und halt noch was, ne? Ja. Jetzt kriegen wir nicht immer nur noch zwei und dann in der dritten Runde noch eins, danach kriegt man nur noch einen Arsch. Aber wir sehen hier schon, die Mons sind deutlich, deutlich besser. Ja, also ich würde schon sagen. Hast Damian Black tatsächlich ja nicht mehr so scheiße. Das gefällt mir nicht, das ist mir zu defensiv und Psyvel ist zu random. Das gönnen wir uns. Auf jeden Fall. Ja, Panpyrus ist nicht schlecht, mit Verhöhner sogar. Oh, Kingler. nee, gar nicht. Das ist. Boah. Zwirklob könnte man sich gönnen für defensive Zwecke mit Schattenstoßen und so. Und da kann man sich Seemann noch gönnen, Ja, oder? also Kindwurm, ich würde sagen, da hauen wir direkt Defensive raus, oder? Ja, also. Oder nee, Damiaplex ist auch eine Idee, statt Flash, statt Defensive. Defensive dauert, dann dauern die Parts zu lange, das ist ein bisschen, Stimmt auch wieder. Also, wir nehmen Damiaplex. Damiplex, Panpyro. ja, und Seemon. Tobi. Tobi. Ja, Ich habe genau. einfach das von Tobi gelesen, dazu. Ey, das Pokémon heißt Tobi. Ja, läuft, warum nicht? Ja, wenn man so. Oh je, yeah, und jetzt kommt der Wanderer hier rein. Hallo, ich habe Gesteins-Pokémon. Aber ich glaube, die Kampfbrücke auf Level 50 wird schon noch richtig heftig werden später. Man muss ja erstmal am Anfang durch die ganzen Lappensachen durchgehen, dann klappt das schon. Drachenzahn, okay. Das ist auch gut, dann kriegen wir immer das Item von dem ersten Mon hier geteased, quasi. Und wie starten wir die ganze Aktion? Natürlich mit einem Flinch. Läuft. Haben wir nicht auch vorhin schon mit dem Crit angefangen? Schon. Ja gut, macht ja nichts, dann. Ich bin paranoid, ich muss die Audio checken. Es tut mir so Auch leid, nicht, Leute. Stück Scheiße, Alter. Leute, nächster Flinch. Ja, Finalschlag, YOLO. Juckt keinen. Und Bisasam tatsächlich. Was ist irgendwie kein Mon, was wir in unserem Team haben möchten, unabhängig davon, was der nächste hat, oder würde ich sagen? Wie bitte? Ich habe gerade nichts gehört. Warte mal. Was hast du gesagt? Ist keins von den Mons vom Gegner es wirklich wert, ins Team zu nehmen, oder? Ja, nicht wirklich. Das sind alle ziemliich Lappen Irgendwie ist gewesen. mein sind meine Kopfhörer. Ach so. Vielleicht. Ach, den Stöpsel mal nur reinstecken und dann geht das auch. Jo, das ist in der Regel eine gute Idee. Plaudergeil und Plusse. Nein, Wechsel nicht. Wir lassen es einfach so, wenn wir gegen das Plusle unter Umständen. Ah, ne, warte mal, wir sind ja gar nicht Staravia. Wir sind ja Damiaplex. Ja, gut. Ich bin erst vor 2 Stunden aufgestanden, Leute. Also, böser Junge. Ich habe gestern Nacht noch so einen coolen Star Wars Rebels-Stream gesehen. Hab ich gedacht, komm, die gönn ich mir noch und dann war 5:30. Hast du das auf Twitch mitbekommen? Mit dem Typen da, der hat einfach alle Power Rangers Folgen, die es gab, gestreamt. Das gab sicher ziemlich Stress, würde ich vermuten. Eigentlich nicht. Was? Der hatte irgendwie 4000 Zuschauer oder so. Das war so geil. Ich habe mich da reingesetzt. Ich fand's so cool. Oh mein Gott. Ich habe das so geliebt, die Serie damals. Ich liebe sie jetzt immer noch. Ich bin auch gehypt für den Live-Action-Film. Oh, welche Beere kommt? Oh, die Was ist das jetzt? Angriffssteigerungsbeere, mega geil. Witzi-Beere, Alter. Ja, optimal, Alter. Damiaplex, glaub's, behalten wir. Ich glaube, die Initiativbeere wäre aber cooler gewesen, weil Damiplex nicht so schnell ist. Ja, ist halt die Frage, wie es gegen Plus aussieht. Ja, kein Problem. Aber Puzzle haben wir dann. ja, es kann auch Ja. sein, eben, das ist Joke. Das machen Plusles häufig, die sind bekannt dafür zu joken.
Ja. Bäm, das ist voll Rotzier, Stab. Alles Tod. Voll auf die Fresse. Tot. Genau, wunderbar. Und Pantimimi. Alter, was haben die eigentlich. Irgendwie die erste Runde von der Kampffabrik war so mega schwer und jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, auf Biss gehen können. Aber das wird keinen Unterschied machen. Hey, Pantimimi hat keine gute Verteidigung. Das hat gar nichts gut in seinem Leben. Doch, Pantimos. Ja, als Fee vielleicht. So, Kampf Nummer 3. Es kommen Klibunkel, Kusilla. Kein Problem. Ja, weiter einfach. Pass auf, jetzt ist Klibunkel Scarf mit 250 Angriff und 252 Angriff und Step Gift Heap. Naja, Durchbruch wäre das Problem. Okay, aber ich kann. Ich würde uns noch ein härter wehtun, weil. Giftschleim, habe ich das gerade richtig gelesen? Soll man auf Konfusstrammer gehen oder einfach direkt Angriff? Oder wechseln auf Vampyro? Geh einfach mal Stampfer. Ja, ich glaube nicht, dass es uns irgendwie One-Hit. Ich glaube es nicht mal, dass es Durchbruch hat, sogar auf dem Level. Also, schon, aber. Okay, kommt eh wieder der One-Hit. Läuft, warum nicht? Kannst du mal gucken, was Damiplex für eine, wie heißt es, für eine, für ein Stats hat? Ja, halt hohen Angriff. Ja, wechsel mal bitte. Und, in, Alter, guck dir die Init an. Puh, was ist los? Willst du dich rauswechseln in Seemon? Ja, weil, dann haben wir auch mal was anderes so irgendwie auf dem Screen. Ja, das wäre vielleicht zur Abwechslung gar nicht schlecht. Wobei mir die Abwechslung. Ich glaub, obwohl ich eigentlich nicht mehr so viel Pokémon spielen möchte, ich habe irgendwie Bock nochmal ein Team um Damirplex zu bauen. Um Damirplex. Ich glaube, ich mache mal nebenbei kurz Showdown auf. Kannst du erzählen, dass du um Damirplex baust? Also halt Body Slam oder Rückkehr als Stab kannst du ja irgendwie scarfen oder so vielleicht. Mit Intimidate ist ja ziemlich gut eigentlich. Warte, so, Damirplex, wie heißt denn das auf Englisch? Damirplex? Ach, keine Ahnung. Ich spiele auch nicht mehr so viel Pokémon, außer Superschütze. Das kann Critten leider nicht so passend zu Regentanz, aber mir persönlich das Wassertempo lieber gewesen. Oh, Kusilla ist schneller, schade. Schade Marmelade, wie jetzt gewisse YouTuber sagen würden. Standler heißt es. Stimmt, ich erinnere mich. Alter, das Kusilla, das ist so ein Cheater-Kusilla mit. Das hat gar nicht so eine gute Speedbase, hat 85er Speedbase und 85er Spezialangriff. Ja, kommt sicherlich mit Hyperstrahl gut. Digga, das Spiel, das Ding spielt speziell, was ist los? Mit Hyperstrahl. Mit Shadow Ball, Signal Beam, Thunderbolt hat's drauf. Psychic oder zumindest, Psychic hat's ja auch. Psyshock hat es. Das Ding ist übel gut, was ist los? Welches Tier ist das eigentlich? Enyo, oder? Warte. Das wäre doch mal was für die YTPL-Rückrunde, oder? Was meinst du? Damioplex als Enyo-Pick. Ja, ich hab schon Sourcebook, Alter. Ich hab schon Sourcebook. Ah, Ding, das ist Kroniwild, oder? Ja. Alter, Kroniwild OP, das Teil, das ist so episch. Ich hatte es ja in meinem. Ja. Pokémon Weiß 2 LP. Leg am Arsch. Richtig, richtig rausgehauen. Keifel und Mogelbaum. Ja, lass mal, oder? Ja, komm, lass. Ich meine, vom anderen jetzt haben wir ja eh nichts Gescheites bekommen. Eben. Vielleicht jetzt sollte man gleich mal überlegen, ob wir vielleicht Keifel oder Mogelbaum nehmen, weil das Problem ist, ja, ich würde trotzdem, glaube ich, einfach aufs Stampfer gehen. Ich spiele jetzt einfach ein physisches. Ich habe Bock auf physisch. Ich spiele noch nicht mal Double Edge. Ich spiele jetzt hier Frustration drauf mit EQ. Dann spiele ich noch Megahorn und dann spiele ich noch als andere Attacke vielleicht noch Zen Headbutt. Okay, ja, stimmt, sein Headbutt kannst du ja auch noch. Okay, ich gehe erstmal auf Wild Charge kann ich auch noch spielen. Also Frustration, Megahorn, sein Headbutt, Wild Charge. Physical Scarf. Und du könntest noch auf Ding spielen, wie heißt's? Das ist mein nächstes Free for All Pokémon. Free for All, ja genau, stimmt. Wie nenne ich das? Ich nenne es einfach mal Tobi. Einfach nur. Ich nenne es einfach nur so, weil wir das halt zusammen gemacht haben, beziehungsweise zusammen die Stärke von Standler entdeckt haben. Alter. Alter, was ist eigentlich das für ein Keifel? Es geht jetzt zweimal auf Hagelsturm. Hat es nichts Gescheites? Hast du noch Geisterattacken oder Platscher oder Schnüffler oder was weiß ich was?
Ja, komm, Flinch, also ganz ehrlich. Dafür, dass Angst vor Kaifl hat, ist echt gar nichts, was sie abzieht. So, Wiedersehen. Oder lieber nicht Wiedersehen. Das Kaifl werde ich auf keinen Fall reinnehmen. Hat ewiges Eis sogar als Item gehabt, haben wir gesehen. Nicht gut. Eigentlich ist gar nicht so gut, dass jetzt hier mit Damioplex, dass wir farbige Damioplex gezeigt haben, weil es ist ja auf Showdown konzentriert und. Nö, nö, ich bin nicht auf Showdown konzentriert. Ich habe mein Set schon gebaut. Der erste dein Set, ich dachte, du willst ein ganzes Team bauen. Naja, als ob ich ein ganzes Team baue für ein FFA. Ich baue immer, ich habe immer verschiedene Sets so. Ich glaube, ich habe schon auch noch ein geiles Sourcebug-Set nochmal gebaut gehabt. Also ich glaube, das wird ein Team der Böcke, Alter. Ja, Mann. Fick, wen gäb's denn noch als Bock? Chefrum, genau. Chefrum, ja. Alter, mich das gerade zu Tode hext, das Mogelbaum. Das arme Mogelbaum. Ja, aber Mogelbaum ist. Guckt euch den Angriff an, Wie es Alter. sich tötet, Alter. Das Ding ist richtig übel. Simon. Hol doch mal Pampiro rein. Pampiro hat noch gar nichts gemacht. Na, das ist das. Das bin ich mir nicht sicher, ob der Tempo One-Hit und ich möchte nicht Pampiro verlieren hier. Aber das Wozu Mogelbaum brauchst du denn hat. jetzt noch wozu brauchst du jetzt noch Pampiro? Es kommt noch ein Mon. Nämlich Ja, ein Kurtel. Kürtel. Also ich bin tatsächlich im Überlegen, vielleicht einen Mogelbaum rein. Obwohl, nee, ich weiß nicht. Eigentlich bin ich mit dem Team momentan ganz zufrieden. Ja, also da müssten wir Damelplex rausmachen und das finde ich nicht gut. Nee. Dameplex bleibt drin Damelplex ist stillig, Alter. bis es entweder nicht mehr geht oder. Auf jeden Fall, das bleibt. So. Ja, außer wir müssen wirklich ein anderes Mon rausnehmen. Ja. Oder Knuddeluff und beziehungsweise Thread. Ibitak. Obwohl, da wäre ich sogar von der Tendenz wirklich was rauszuwerfen. Für das Ibitak fand Pyro sogar eigentlich fast, auch wenn wir es noch nicht gesehen haben, aber. Ja, Ich eventuell. tendiere dazu, das Pampyro zu entfernen, einfach weil Ibitak halt das Mogelbaum deutlich Dann bessere Vogelbaum, Option. Alter. So. Dann hau ich, hau, hab ich gleich schon noch ein anderes Mon, Alter. FFA Warte. Mogelbaum. Vogelbaum, wie heißt denn das? Sudo Voodoo, ne? Keine Ahnung. Kann sein. Ja, Sudo Voodoo heißt das. Ich kenne mich im Lot Alter, das hat hier. einfach nur 115er Def und 100er Attack, Alter. Ja, die 100er Attack Base, die haben wir schon gesehen. So, dann weiß was, gegen Snuddluff Seidenschall spiele ich nochmal. Nein, auch oh, Wolkenbegrenzer. Verdammt, oh nee. Oh, ich hab's hier gerade echt. Der Missklick war so unnötig. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht raus, weil das setzt dann nochmal Hypnose ein, das Kackding. Ja, Wunschstrom, okay, das ist mir eh noch lange nicht beim Schaden machen. Aber komm, bitte einfach ein Two-Turn oder Three-Turn Sleep nicht länger. Guck, das will hier weiter unser ganzes Team einschläfern. Strauchler, oh, Mogelbaum ist keine gute Idee und Seemon eigentlich auch nicht. Wach auf, Alter, Damioplex, ich brauch dich. Ich brauch dich jetzt sofort mit Ich dem habe jetzt auch Kunden. ein geiles Sudowoodo-Set, weißt du, wie ich das jetzt nenne? Wie nenne ich Sudowoodo? End. End? Mit wie jetzt geschrieben? ENT, wie die aus Herr der Ringe. So. Das ist weiblich, ne? Jo. Die End ist männlich. Oder keine Ahnung, kann beides sein. Ja, ich mach's aber weiblich, weil, jo, ist halt hier auch weiblich. Ja, genau. Mach das so. Oh, Alter, wie viel Damage wir damit machen können. Bitte verletz dich einfach selbst oder ja, optimal. Alter, Knuddeluff raus. Episch. Ist Damiaplex, das haut rein wie Sau. Ibitak. Ich gehe einfach weiter aufs Stampfer, weil ich hoffe schnell. Oh, Pflücker. Nein. Das Wir haben eine frisst. Beere. Das frisst meine Beere, oder? Ja. Konsumiert es die? Nein. Nein. Nein! Don't do that! Stampfer, bitte mach den Damage des Jahrhunderts. Danke. Alter. Heuler. Puh, Alter, es choked. Es choked. Glück gehabt, Alter. Wenn es jetzt auf die weiter auf irgendwie, keine Ja Ahnung, gut, Fünfer oder so gegangen du hast ja wäre. Mogelbaums Deathbase vorgelesen, von daher. Ja.
Dede, 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 Dede. Sorry. Aber es ist echt so. Alter, ich bin so froh, dass man das in. Jesus Christus, wenig Damage macht das dann. Ist vielleicht, eventuell. Nee, das macht weniger Schaden. Das ist Monowasser, kein Wasserpsycho, der einen der Anblick täuscht. Warum ist das kein Psycho, Alter? Weil es trotzdem Konfusion kann. Was ist trotzdem kein Psycho? So, ist die Sache. Es ist letzte Mon, das heißt, wir jetzt trotzdem mal Moglu am reinholen. Auch wenn es natürlich dumm ist und es wahrscheinlich geone-shottet wird von der Wasserattacke, aber ich will. Ja, guck erstmal. Steinhagel. Es, ich meine, ich habe noch Chance, dass ich selbst verletze, die habe ich später nicht mehr. Wasserring Guts. Wasserattacke, aber die jucken mir jetzt nicht so. Ja, gönnt sich. Und der wird viel Schaden machen, der Steinhagel. Schon. Oh. Das war weniger als erwartet, um ehrlich zu sein. Das hat. Es ist nicht mal viel Konfusion. Konfusion wird auch viel Schaden machen. Ah, oh, was? Ja, hä, was? Warum nicht? Ah, das Sagana, bis wir heißen das auf Englisch. Sagana. Sagana. Warte. Regentanz. Sagana bis. Sagana bis. Okay, das Set ist ja genauso schlecht wie das von Seemon. Garbis heißt es. Ich bin ja persönlich eher die Fraktion Alabis. Das ist 100. Cool. Der hat eine 114er Base. Verteidigung, oder? Nee, Spezialangriff. Oh. Ja, okay, aber das ist wahrscheinlich physisch defensiv gespielt. So, Kampf Nummer 6. Es kommen. Funpi und Flemly, okay. Ja, lass einfach zusammen. Ja. Da gehst du einfach mit Seemon durch. Wechsel mal direkt Seemon rein, oder? Naja, hat Seemon nochmal ein bisschen Zeit. Diese Kampffabrikmusik ist einfach ein Traum. Aber ich muss sagen, ich fand die erste Runde von der Kampffabrik deutlich schwieriger als die zweite jetzt hier. Ich auch. Also meinetwegen ist das schon hart. Metronom, okay. Was ist denn das jetzt Interessantes? Was das Bild spielt, ist irgendwie kann es Furienschlag? Ja, Sandsturm juckt nicht. Ist ja kein Gesteinsmon. Ich finde übrigens Funpi ist so ein cooles Mon, um ehrlich zu sein. Funpi ist echt richtig episch. Ist Seemon weiblich oder männlich? Weiblich. Ach, weiblich. Ich baue einfach unser ganzes Team nach, Alter. Ich hab Bock, die im FFA zu spielen. Gibt's auf Showdown? Nein, ich werde mir das natürlich alles erzüchten. Achso, Jen meint. Nein, züchten. Oh, da kommt wieder unser Lampi-Kollege. Ja, spielt ein bisschen eklig, oder? Ah, nee, es hat Schockwelle, warte mal, ich vergaß. Das bringt uns überhaupt nichts. Aber erstmal die Donnerwelle geht daneben, das ist schon mal gut. Wie sollen wir sie dry man? Nennst du einfach Sandra. Nein, oder? Ah. Oder wen gibt's noch? Na, ich nenn's Sandra, Alter. Mach ich das Ding shiny? Nee, mach ich nicht shiny. Mach ich Muggelbaum shiny? Mach ich auch nicht shiny. Tobi mach ich shiny? Nee, das ist grün und hässlich. Also so wie du in real life. Das war jetzt eine sehr politische Meinung. Ja. Aber wir kriegen das Lampi gut runtergezogen, also das ist nicht schlecht. Das wäre tatsächlich sogar, würde ich als Seemon-Ersatz gern spielen. Weil dieses Lampi, das hat mich überzeugt in der letzten Runde. Mit ja, Schockwelle in allem. Dann gönn dir Lampi. Lampi ist cool, da habe ich ein neues Pokémon zum Nachbauen. Aber bau dann Lantern wenigstens, damit es wenigstens ein bisschen was abgeht. Nö, ich mach Lampi. Oder bau Octillery, Octillery ist mega cool. Ja, ich will aber was Stylisches bauen, ich will Lampi bauen jetzt erstmal. Wie heißt Lampi auf Englisch? Mein Fresse. Hast du vorhin schon mal nachgeguckt, oder? Nee, Lampi nicht. Shinshu heißt das. Ah, okay. Auf Alter. Jeden Fall, Starmia Black Thrakt hier gerade. Ich werde trotzdem Lampi vor Seemon natürlich spielen jetzt dann, das ist klar, weil Lampi hat Doppeltyp, hat Schockwelle, hat Blubstrahl auch wie Seemon, hat halt noch Ice Storm dazu. Oh, und die Starmia Black ist mal wieder ein Traum. Lass mich dann bei dem FFA-Part, lass mich da dabei sein dann, wenn du wirklich ihn hochladen willst. Ja, ich lade ihn ja selbst bei mir nicht hoch. Ich bin dann wahrscheinlich bei irgendwem zu Gast, weil ich keine eigene Capture Card habe. Ach Manu.
Ja. Egal, Kampf Nummer 7, volle Konzentration. Mundtier und Tyrakrok. Ja, da. Ich glaube, ich bleibe bei meiner Wahl, was ich austausche hier. Vielen Dank für deine Arbeit, Simon, und hallo Lampi. Wie geht's dir, Diggi? Lang nicht gesehen. Alter, das ist so lustig. Wie nennen wir Chinchu? Also Lampi. Könnte irgend so ein Witz Aladdin oder sowas machen, eben an den Anlehnung an Chin. Ich bin Aladdin, Alter. Aber bitte mit Doppeldegel. Danke. Aladdins Lampe. Das wird nicht passen. Aller. Ich ne, mach einfach Aladdin Lamp. Oh, das hat Gegenschlag. Oh. Hat Muntia schon Faulenzer? Muntia, warte, ich guck mal. Muntia hat kein Faulenzer. Alter, ist das Teil Also OP. das Ding hat noch nie Faulenzer gehabt, das hat immer Munterkeit. Achso, ich dachte, das ist irgendwie nur Bummel. Was hat Bummels? Letterking und Bummels haben das. Ach so! Boah, da muss ich ja mal ein Muntier in Smaragd spielen. Oh, generell, ich jetzt so bockeln. Ich plane ja hier nach Smaragd zu machen, da einfach mal Letterking zu spielen. Schon nice. Doch, ich glaube, ich spiele Letterking mal. Ruf mal ein paar coole Mons. Ich hab vor. Ich verrate es. Ich kann dir nach dem Part mal verraten, was ich alles vorhab. Haha, Leute, ich weiß mehr als ihr. Haha. Ich bin lustig. Ja, du leidest auch hier mit mir zusammen die Kampfbrücke durch. Wobei, ich muss sagen, es macht mir gerade im Moment Spaß, aber ich werde, glaube ich, danach Gerade nochmal. macht Spaß. Ich glaube Aber dann. danach wird nichts mehr aufgenommen. Nee, das geht nicht mehr. Nee, wir sollten das Skript Reicht. nicht überstrapazieren. Ja, eben. Und hier siehst du gleich Volltreffer. Wir sagen, Ja. es macht Spaß, wir kriegen Volltreffer ab. Und wir haben auch hier noch nicht gewonnen, weil wenn das letzte noch ein. Obwohl, wenn das letzte ein Wassermon ist, das regelt Lampi. Lampi Schockwelle. Bäm. Richtig nice, aber wieder 25 Minuten im Ende. Nein, kein Fokusband. LOL, Betrug. Betrug. Alter, mal der üble Beschiss des Todes hier. Ist Shockwave gegen jeden oder nur einen? Gegen einen. Ach so, schade, dann hätte ich nämlich statt Thunderbolt Shockwave gespielt. Alter, ich kriege gerade echt nur ein bisschen Angst, das weißt du, weil wir haben nur noch Mogelbaum. Mogelbaum genießt so Semi-Vertrauen bei mir. Und ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Venoflip? Nein. Nee, das zieht jetzt nicht durch. Stopp. Nein, wir hätten einfach mal. Nächste Runde drückst du bitte Donnerwelle. Ne, mit Eissturm sollte es lang. Guck mal bitte kurz die Enid-Base von Venoflibis nach. Warte. Flieh bis. Warte für die Gen. 46. Es ist nicht viel, 46er Base. Aber Mogelbaum. Warte mal, wenn wir jetzt schneller sind mit Lampi. Mogelbaum hat eine Base von 30. Wenn wir mit Lampi schneller sind, ist Mogelbaum auch schneller. So einfach ist die Rechnung. Wir sind schneller, optimal. Mogelbaum ist schneller, es kriegt noch einen Eissturm. Und damit sollte dann, wenn der Steinhagel trifft und es nicht irgendwas Krankes drauf hat, sowas wie Energieball, Giersauger, wäre uncool, weil es viel Schaden macht. Sambo. Ja, Ja, wenigstens geht's physisch. Ich werde Ja, auch schon. physische Defensive von Sulhulu ist gut. Mogelbaum jetzt. Hier, wenn du Flibis hat nicht den Mega-Angriff, würde ich sagen, oder? Triff einfach mit deinem Steinhagel. Er trifft, okay, und jetzt muss der reichen, wenn nicht Paraflinch. Ne, Para haben wir ja gar nicht, aber trotzdem, wenn nicht Flinch. Yes! Nice one. Geil. So. Alter, ich wäre gerade gegangen, wenn das nicht. Dann hätte ich gerade mir. Das ekelhafteste Bier, das ich jemals getrunken habe, habe ich noch im Kühlschrank, und das hätte ich gerade wahrscheinlich weggeäxt. 5 GP, gut. Aber Wow. wir wollen das Glück nicht weiter überstrappen. Unser umfassendes Wissen. Ja. Oh, wir haben unsere. Zeig mal ganz kurz nach der Aufnahme da mal dein Team, was du gerade drin hast. Das zeige ich Weil dir das ja würde mich gleich, ja. interessieren. Für die Kampfzone habe ich mir ein bisschen was gebaut, was cooles. Ist nice. Auf jeden Leute, Fall ich dann. weiß wieder mehr als ihr. Nee, das wissen die schon zu dem Och Zeitpunkt, Mann. weil die anderen 4 Einrichtungen schon gespielt worden sind.
Also gut, dann bei dir, danke fürs dabei sein. Wir strapazieren zum Glück heute nicht weiter. Nee, das machen wir nicht. Es hat mir Spaß gemacht, heute bei dir dabei zu sein. Ich hoffe, ihr Jungs und Mädels, die seine Videos gucken, gebt jetzt einen Like-Button. Penetriert ihn ein bisschen. Schreibt einen Kommentar. Ja, und schaut bitte bei mir vorbei. Genau. Ich brauche Abos. Schaut bei Chase vorbei, der hat wieder bei Null angefangen mal wieder. Leider. So die Abo-Generator anschmeißen. Ja. Bisschen anschmeißen, damit ich mal auf Social Blade den Scarra Blade angucken kann. So. Okay, alles dann. Okay, Leute, das wird jetzt schon wieder. Es war zu lang für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Bis dann.